Moin, moin, meine lieben Decker Gaming wieder hier am Start. Heute neuer Update von Rainbow Six Siege Glazescope. Hier seht ihr es gerade. Coole Sache, es ist nämlich so, ihr habt noch einen Zirkel, das ist das Türkis hier in dem Fall. Und dann geht es an sich schon los. Das Coole an dem Scope ist einerseits, ihr könnt jetzt Gegner besser sehen. Ihr werdet es sehen, ich spiele jetzt hier im Hintergrund einen Terrorhand zur Übung bzw. zu Präsentationszwecken. Und das Ding ist awesome. Ich habe am Anfang gedacht, es ist vielleicht ein bisschen noch verdeckend, weil immerhin habt ihr leuchtende Gegner, das farbige dazwischen tut auch noch ein bisschen nerven, aber nein, Leute, ich sag's euch, das ist geil. Seht euch das mal an, ihr seht die Gegner. Ich finde, dann ist Glazes endlich auch mal sinnvoll. Es ist einfach manchmal recht unübersichtlich bei der ganzen Masse an Objekten, Sachen, die man einfach sieht, die Übersicht zu behalten und klar zu sehen, wow, ist da jetzt ein Gegner oder hat das meine Psyche wieder gesponnen, weil manchmal denkt man so, oh, da war was, dabei war da nichts. Man muss sehen, wie sich das entwickelt. Ich finde es einen sauguten Schritt. Es darf nicht, meines Erachtens, für normale Waffen kommen. Also für Fermite, für Rogue oder so Leute, sondern nur für Glaze. Wir haben, ich weiß, dass das Spiel rausgekommen haben wir gesagt, boah, wenn die das einbauen würden, dann zack's. Für Glaze finde ich es okay, weil er kann es ja nicht immer einsetzen. Er muss es ja vorne drauf machen. Und wenn er halt im Nahkampf geht, ist es nicht immer sehr sinnvoll, diesen Zoom-Faktor mit plus Thermal, sag ich jetzt mal, drauf zu haben. Da ist es am sinnvollsten, wenn man halt wirklich umswitcht, um halt eben auf kürzere Distanzen besser zielen zu können. Aber so finde ich es einen super Schritt und ich denke mal, wir werden sehen, wie sich das entwickelt beim E-Sport und in der Meta, ob er jetzt öfters gespielt wird oder ob sie dann sagen, Noob Glaze und so, und dann wird es dann doch nicht mehr gespielt. Bin mal gespannt, was haltet ihr davon? Schreibt es mal unten in die Kommentare, spielt ihr jetzt mehr Glaze oder sagt ihr, ist doch nichts für mich, bleibt bei den anderen Klassen. Schreibt es unten rein, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu Rainbow Six Siege und anderen Games sehen wollt, abonniert mich kostenlos. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Decker Gaming.